Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da sind wir wieder. Vivi. Dietmar. Und? Wünscht dir was? Heute wieder einmal aus der Wiener Stadthalle. Liebes Publikum hier in der Wiener Stadthalle, wir begrüßen Sie sehr herzlich. Und wir begrüßen Sie, liebes Publikum, zu Hause vor den Fernsehschirmen. Heute werden wir begleitet von Orchester Erik Kleinschuster. Mit einem kleinen Applaus. So, und schon geht's los, meine Damen und Herren. Gleich gehen wir in die erste Spielrunde. Ich habe die Sendung heute kniend begonnen. Hoffentlich ist das ein guter Auftakt. Wir haben hier die Familie Dreier aus der Schweiz. Begrüßen Sie sie bitte. Danke sehr. Und diese netten Herrschaften, die hier so entzückende Masken aufhaben, das ist die Familie Henneberg aus Deutschland. Wo kommen Sie her, Frau Dreier? Aus Thalwil. Thalwil, wo liegt das? Das liegt bei Zürich, am linken Zürichseeufer. Ist es dort schön? Sehr schön, ja. Ja, ich weiß, dass es dort schön ist. Gehst du noch zur Schule? Ja, ich gehe noch zur Schule. Entschuldige, dass ich Sie jetzt verdecken muss. Was für eine Schule ist das? Das ist die Realschule. Was möchtest du werden? Ja, mein Traumberuf wäre Steward auf einem Schiff. Und den Beruf, den weiß ich noch nicht recht. Aha. Na, vielleicht geht der Traumberuf in Erfüllung. Sie gehen noch zur Schule? Noch zur Schule, ja. Was die Schauspielschule mache ich. Das ist schön. Ja, sehr schön. Was haben Sie für Vorbilder? Ja, sind Sie sehr kritisch? Ich finde, es geht, ja. Schmuel Rodensky finde ich ein sehr guter Schauspieler. Ja. Der gefällt mir sehr gut. Wem eifern Sie nach? Sind Sie ein dramatisches Talent? Ja, dramatisch. Ja, ich spiele sehr gern dramatisch. Was sagen Sie dazu? Ist Ihre Tochter ein dramatisches Talent? Oh ja, ich glaube. Ja. Was haben Sie für einen Beruf, Herr Dreier? Ich bin Kaufmann. Kaufmann. Was verkaufen Sie? In der Textilbranche, Damenkonfektion. Danke vielmals. Was wäre der Wunsch, falls Sie heute Abend gewinnen sollen? Südafrika-Reise. Eine Südafrika-Reise? Hat das einen besonderen Grund? Nein. Jawohl. Jawohl, wir wollen Verwandte besuchen unten. Aha. Wir haben Verwandte. Wer ist das? Das sind von meiner Frau Verwandtschaft. Die möchten wir gerne mit mal sehen. Wollen Sie die auch besuchen? Ja, die wohnen in Johannesburg und die würden wir sehr gerne besuchen. Gut, also vielleicht geht es ja in Erfüllung. Ich erkläre jetzt das erste Spiel, meine Damen und Herren. Ein bisschen haben Sie die Familie Dreier kennengelernt. Jetzt werden Sie gleich sehen, was die für schauspielerische Fähigkeiten haben. Jetzt können Sie sich gleich mal beweisen. Und zwar ist die erste Spielrunde so, dass die Familie, immer die Familie, die durch diese Löcher hier durchguckt, versuchen muss, diese Familie hier, die auf diesem Bankerl sitzen, zum Lachen zu bringen. Die Aufgabe, Sie können das tun mit allen Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln. Ja? Es ist nämlich sehr schwer, die Menschen zum Lachen zu bringen. Sie werden das gleich sehen. Eine Minute dauert das Spiel und gewertet wird jetzt nicht Ihre schauspielerische Fähigkeit, sondern gewertet wird, wie lange Sie es aushalten können, nicht zu lachen. Und darum, meine Damen und Herren, haben wir unseren lieben Hennebergs diese Masken angelegt, damit die nämlich beim kleinsten Lachen platzen, diese Masken. Und da können wir nämlich kontrollieren, ob einer gelacht hat. Ich habe noch eine Bitte. Sie müssen genau Ihre Kontrahenten anschauen und kontrollieren, dass Sie sie auch anschauen. Und bitte fairerweise schauen Sie diese lieben Menschen an, die sich da so rührend bemühen, Sie zum Lachen zu bringen. Denn sonst ist das ganze Spiel natürlich umsonst. Alles klar? Also, wir beginnen. Sie können machen, was Sie wollen, Herr Dreier. Das ist ja bei unserer Sendung, kann man manchmal machen, was man will. So, in diesem Fall ist es jetzt so. Alles klar. Eine Minute Zeit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Meine Lieben. Ich sehe Ihnen schon schmunzeln. Wieso lacht ihr denn nicht? Das ist doch alles so, das Leben ist doch so schön. Oh, ich sehe ihn schon schmunzeln.
haben es geschafft. Also die haben es geschafft. Also ich hätte bei Ihnen spätestens nach 15 Sekunden hätte ich anfangen müssen zu lachen. Aber die sind ja eisern, die Hennebergs, nicht? Es geht also doch hier um einen großen... Guck mal, wie die da stolz weggehen, was? Ja, ja, da haben sie auch allen Grund. Die werden jetzt gleich sich bemühen müssen, das nun mit der dritten Spielfamilie zu machen, mit der Familie Villay aus Österreich. Da kommen sie schon. Die haben wir schon vorbereitet, damit wir ein bisschen Zeit gewinnen. Danke Ihnen, meine Damen und Herren. Bitte nehmen Sie Platz, Familie Villay. Das ist unsere österreichische Familie. Wir werden später über Sie hören, woher Sie kommen und wer Sie sind. Jetzt geht es also darum, nicht zu lachen. Ich weiß nicht, ob Sie da hinten schon etwas hören konnten. Die Familie Henneberg, die wird jetzt versuchen, Sie zum Lachen zu bringen. Da ist nämlich der Sohn schon. Du heißt Mick. Michael. Ja, Michael. Du wirst Mick genannt, ja. Gell? Moment, jetzt muss ich das Mikrofon holen. Ich wollte dir jetzt eigentlich den Wecker hinhalten, aber das hat ja gar keinen Sinn. Gehst du noch zur Schule? Ja, in die Obertertia eines Gymnasiums. Mhm. Was lernst du da? Ist das ein mathematisches oder? Nein, naturwissenschaftliches. Und hast du schon berufliche Gymnasium. Interessen oder Pläne? Ja, ich möchte Physiker werden. Physiker? Physiker, ja. Ah, das ist ja ein sehr vielversprechender Beruf heutzutage. Gut. Gnädige Frau, wie war es unter der Maske? Nicht schön. Nicht schön. Wird es warm oder wie? Nein, kühl, aber. Kühl ist es. Aber es ist aufregend, wenn da jemand so Faxen macht und man soll dann still. Ja, Sie haben sich ja unbeherrscht. Herr Henneberg, bitte, wo kommen Sie her? Wir kommen aus Orlen in der Nähe von Wiesbaden. Aha. Was haben Sie für einen Beruf? Ich bin Dozent für Innenarchitektur und Grafik an einer Werkkunstschule. Wie gefällt Ihnen unsere Architektur hier in der Sendung? Ich meine, Sie haben es ja schon gesehen da. Ich habe sie zum Teil gesehen. Hm. Die Halle ist sehr schön gebaut und wahrscheinlich auch sehr zweckmäßig gebaut. Aha, na, das hat er schon einen Rückzieher gemacht, ja. Was wäre der Wunsch, falls Sie heute Abend gewinnen sollten? Ach, wir haben uns was Tolles ausgedacht. Wir möchten unsere Schulden bezahlen. Das ist eine glänzende Idee. Na, also. Naja, wir werden sehen, ob es gelingt, nicht? Die Gläubiger, die werden jetzt hier unheimlich gespannt zu gucken. Was haben Sie denn? Sind Hausfrau? Nein, Lehrerin. Sie sind Lehrerin? Lehrerin, ja. Ihr Mann ist Dozent, sind Lehrerin, ja. Das ist eine tolle Familie. Und was unterrichten Sie? Ich bin Elementarlehrerin und unterrichte 6- bis 8-jährige Kinder. So kleine, niedliche. Sind die mit Ihnen zufrieden? Ich nehme es an. Ich hoffe, dass Sie heute alle schauen. Sind Sie eine sehr autoritäre Lehrerin? Eine alberne. Ja. Ist Ihre Mutter sehr autoritär? Nein, kann ich nicht behaupten. Und gehen Sie auch noch zur Schule? Ja, ich gehe in die letzte Klasse. Also bei dieser Familie gehen alle noch zur Schule. Das ist mal was ganz Neues. Was für eine Schule? Gymnasium, mathematischer Zweig. Was möchten Sie werden? Ich möchte Biologie und Chemie studieren und möglichst in die Forschung gehen. Und zwar am liebsten in die Verhaltensforschung nach Seewiesen zu Professor Lorenz. Naja, vielleicht hat das gehört, vielleicht besteht eine Chance. Heute gibt es eine ganze Menge hier zu erforschen in der Sendung. Wir werden sehen, ob wir da etwas für Sie tun können. Das wäre nett. So, also das ist die Familie Henneberg, ist alles klar. Mick und sie heißt Kit. Kit, gell? Was ist das für ein Name? Kirsten. Kirsten, ja. So, Aufgabe ist ja für Sie klar, nicht? Sie wissen ja, wie Sie es machen müssen. Vielleicht haben Sie mehr Erfolg. Ihre Aufgabe, Familie Villay, ist, nicht zu lachen, während einer ganzen Minute lang ernst zu bleiben. Es ist ziemlich schwer. Die werden sich alle Mühe geben, Sie zum Lachen zu bringen. Sie sollen Sie bitte, das ist eine Sache der Fairness, schauen Sie Ihre Kontrahenten an, also Ihr Gegenüber, denn wenn Sie natürlich daneben schauen, dann ist das Spiel unspielbar. Und Sie kontrollieren das auch bitte, denn sonst kriegen die natürlich Punkte, das ist klar. Nicht, Familie Villay? Alles klar? Auf die Plätze, fertig, los! Schaffen muss sein. Wer kann doch alles machen? Ein ernstes Gesicht machen. So ein Zug. Hinter läuft was rum. Lachen. Wollen Sie nicht lachen? Schauen Sie mal. Keiner doch gestern will haben wir lachen. Lach doch bitte. Keiner will lachen. Schauen Sie doch. Sie waren doch sonst immer so witzig. Oh, Sie haben Ihren ganzen Humor verloren heute. Fangen Sie doch wieder an zu lachen. Sie haben Ihren ganzen Humor verloren. Jetzt will ich doch mal lachen. Niemand lacht. Das ist bedauerlich. Was kann man denn noch lachen? Wollen wir nicht mal lachen? Oder so?
lachen Sie. Ich doch mal nicht so ein ernstes Gesicht machen. Wo ist denn Ihre Humor? Lachen Sie doch mal, bitte. Lachen, nein, die Arme. Ich wünsche es nicht so. Sollen Sie doch mal lachen. So, Herr Hahn. Hallo, lachen. Er lacht also nicht. Aus! Auch Ihre schauspielerischen und mimischen Fähigkeiten haben nicht ausgereicht. Vielen Dank, Familie Philae. Sie werden jetzt von Ihrer Gipsmaske da befreit. Ich darf Ihnen kurz erklären, meine Damen und Herren, also die haben auch eine Minute geschafft. Wollen Sie mal zurückdrücken? Wir haben hier ein ganz besonderes Material verwendet. Sie werden es jetzt gleich sehen, wie das aufgetragen wird. Und zwar ist das ein Gips, eine Art Zement, den Zahnärzte verwenden, um Gebissabdrücke zu machen. Und das muss also ein Material sein, was ganz schnell abtrocknet, abbindet. Und das haben wir eben dafür genommen, denn das wird nach Sekunden schon hart und bei der kleinsten Zuckung bricht das dann. So, bist du so nett, Vivian, hältst mir mal die Uhr. Darf ich es mal versuchen? Ja, das möchte ich mal. Das ist nämlich hier, das ist die Vivienne, die heißt fast wie meine Frau. Der mache ich jetzt hier einen schönen Schnurrbart. Ist gar nicht so leicht, es ist so dünn, das Zeug. So, nein, mach's lieber du, Inge, du kannst das besser. So, inzwischen haben wir die Familie Philae da. Ja, ja, da kommen sie schon. Grüß dich, das ist der Johannes, ne? Guten Tag, Johannes. Gehst du noch zur Schule? Ja, sicher. Mittelschule. Was willst du merken? Arzt, wenn es leicht geht, sonst Lokomotivführer, wenn man schon mit 40 Jahren in Pension gehen kann. Aha, Arzt sonst. Ja. Aus deinem Idiom, um es mal ganz fein auszudrücken, entnehme ich, dass sie aus Kärnten kommt. Ja. Woher? Aus Klagenfurt, dort, wo viele berühmte Leute herkommen, wissen Sie? Ja, ja. Johannes hat nur Sima, Dodo Jürgens. Also bitte keine Werbung hier, gell? So, in keiner Weise. So, gnädige Frau. Guten Tag. Sind Sie berufstätig? Noch nicht. Wieso noch nicht? Es könnte werden, aber zum Unterschied zu meinem Sohn weiß ich noch nicht, was ich werden will. Aha. Warum könnte das werden? Würden Sie das mal näher definieren? Ja, sicher, in einigen Wenn Jahren. Wenn Ihr Mann keine Lust mehr hat zu arbeiten oder so. Ah. Hast du keine Lust mehr, in ein paar Jahren zu arbeiten? Nein, sie hört noch nicht. Was machen Sie denn bitte, Herr Philae? Ich bin im juridischen Verwaltungsdienst. Juridischen Verwaltungsdienst. Hm. Ist das schön? Amüsant? Lustig? Ja, das ist deshalb sehr schön, weil es bei uns in Kärnten überhaupt keine Neider gibt, wissen Sie. Ah ja, das Nein, ist ja herrlich. Das gibt's das überhaupt. Gibt's ja. Nein, das gibt's gar nicht bei Na, uns. Fein. Ach, gut. Das gibt's überhaupt. Bitte, was wäre der Wunsch heute Abend, falls Sie gewinnen sollen? Naja, das... Ach so, bitte. Ja? Na, ich möchte eine Bordewandel haben. Eine Bordewandel? Ach so? 5x10. Also das ist ja schön. Mit Umweltpumpe geheizt. Prima, ja. Sehr gut. Also man nennt das auch feiner ausgedrückt Swimmingpool, ne? Ja, gut. So, bitte, wenn Sie jetzt so nett sind, Sie wissen ja, was Sie zu tun haben. Sie haben eine Minute Zeit. Diese lieben Herrschaften aus Klagenfurt, die werden sich jetzt bemühen, Sie zum Lachen zu bringen. Sie sollen nicht lachen, Sie sollen sich beherrschen. Ich muss dazu sagen, dass beide Familien bisher allen Versuchungen widerstehen konnten. Wenn Sie lachen, platzt diese Maske, können wir es sofort kontrollieren. Klar? Gut. Familie. Ja, bitte, das müssen, Sie müssen also fairerweise Ihre Vis-à-vis anschauen. Auf die Plätze, fertig, los! Oh Lach!
Ihr seid aber ehrlich. Danke sehr. Ja, es hat schon öfter mal einer behauptet, dass es in der Sendung nichts zu lachen gibt. Jetzt ist das hier bittere Wirklichkeit geworden. Alle drei haben widerstanden. Und jetzt wird Ihnen die Vivi den Punktestand nach dieser ersten gespielten Runde bekannt geben. Ja, ja. Familie Dreyer aus der Schweiz hat 2 Punkte. Familie Henneberg aus Deutschland hat auch 2 Punkte. Und unsere Familie aus Österreich auch 2 Punkte. Bravo. Guten Abend, Birgit. Das ist Birgit Murbacher, die da jetzt meine Frau so nett nachgemacht hat. Die Zuschauer in Österreich kennen Sie alle vom Villacher Fasching, wo sie einen großen Erfolg mit dieser Parodie gehabt hat. Würden Sie vielleicht den Zuschauern in Deutschland und in der Schweiz, die das ja nicht sehen konnten, erklären, wie das ist mit dem Villacher Fasching? Ja, der Villacher Fasching besteht aus Ministern und Akteuren, die reine Amateure sind. Und der Minister? Ja, das sind Minister, die sitzen oben. Aha. Ja. Auch Minister, Minister im Fasching. Minister sitzen immer oben. Ja. Und der Fasching besteht jetzt schon seit 11 Jahren und ist ähnlich dem, der Mainzer Fastnacht. Mhm. Ja. Ja, sag noch was. Sag noch was. Noch was. Ja, ja, du müsstest eigentlich auch unser Lichttest kommen. Ja, wie war das mit Elektrizität? Strom. Strom, ja, danke. Vielen herzlichen Dank, Birgit, dass Sie zu uns gekommen sind. Bleiben Sie bei uns. Sie können uns gleich in diesem zweiten Spiel helfen. Wir machen Blumensträuße. Sie sehen, meine Damen und Herren, hier gibt es also unzählige Blumen. Und zwar hat das einen Grund, erstmal, weil der Frühling gerade begonnen hat. Und außerdem findet hier in der nächsten Woche die Flora 71 statt. Das ist eine internationale Frühlingsblumenausstellung. Und da können Sie sich mal ordentlich Blumen kaufen. Da gibt es nämlich Blumen für 5 Millionen Schilling. So, und deswegen haben wir dieses Spiel gemacht. Und außerdem gibt es ja immer wieder Leute, das sind die Buben von unseren Spielfamilien. Stellt euch bitte hier auf. Es gibt ja immer wieder Leute, die haben gesagt, das sollte mal was wirklich Nettes sein, so was Herziges, wo man sich nicht ärgern muss. Und dann haben wir gesagt, machen wir was mit Blumen. Darüber werden sich die Leute ja nur alle freuen. So, jetzt also hier, warte mal, jetzt muss ich, der Philipp muss auf diese Seite, na, geh du dorthin, so. Michael in der Mitte, Johannes hier, gut. Eure Aufgabe wird sein, ihr sollt jetzt einen Blumenstrauß hier machen. Ihr könnt von diesen Blumen nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt auch hier reinsteigen, ein bisschen vorsichtig vielleicht, und könnt euch also auswählen, was euch gefällt. Und ihr sollt einen schönen Blumenstrauß machen, dafür habt ihr 2 Minuten Zeit, für eure Mutter. Ja? Gut. Also, 2 Minuten dauert dieses Spiel. Wir machen auch Blumensträuße, damit es ein bisschen mehr Verwirrung gibt. Ja? Und eure Mütter, die kommen dann aus den Kabinen und sollen sagen, sollen erraten oder erkennen, ob welchen Blumenstrauß ihr Sohn gemacht hat. Ja? Also ihr müsst versuchen, da irgendwelche Hinweise und so weiter zu machen. Klar? Auf die Plätze, fertig, los! Der Philipp, der soll seinen Strauß hier rein tun. Hier kann man nämlich in diese Ziegel so die Blumen reinstecken, ja? Der Mick hier auf diesem Platz, ja? Und der Johannes da drüben, ja? Gell? Langsam hierher kommen und das hier reintun, weil sonst, wenn die Zeit, ihr könnt euch dann immer noch Blumen nachholen.
Sekunden höre ich, okay, so, die Strecke mal an. So, die Zeit ist um. So, kommt mal bitte her. Ja. Wie ist das? Johannes, schenkst du deiner Mutter manchmal Blumen? Immer, fast immer, ja. Fast immer? Oft? Oft, sehr oft, ja. Aha. Nicht nur zu bestimmten Daten oder so, sondern so unter der Zeit? Mhm. Ja? Was für welche sind es dann meistens? Meistens rote Rosen oder Nelken. Rote Rosen oder Nelken, aha. Naja, werden wir sehen, ob du Glück gehabt hast. Wie schaut es bei dir aus? Schenkst du deiner Mutter? Ja, zu Ostern, Geburtstagen und so. So an den Festtagen, ja. Und bei dir? Ja, selten. Selten? Ja, und freut sie sich nicht über Blumen? Doch schon, aber wenig Geld habe ich. Manchmal. Ja. Aha, dann musst du mal ab und zu mal sparen und dann kannst du ja öfter Blumen schenken. Ja, muss man schauen. Gut, also ihr setzt euch wieder hin, ja? Gebt keine Zeichen und so weiter. Birgit, Sie bleiben bei uns, schauen sich die Sendung weiter an. Es gibt vielleicht Spielrunden, wo ich noch mal auf Ihre Hilfe zurückgreifen werde. Ja? Vielen Dank. So, hier haben wir die Frau Vielei. Frau Vielei, schauen Sie, hier gibt es sechs nach Blumenarrangements, wäre etwas zu hoch gestochen. Also wir haben versucht, hier Blumensträuße zu machen. Einen davon hat Ihr Sohn gemacht. Würden Sie mal das Mikrofon nehmen und vielleicht so in aller Ruhe Sie herumschauen, welchen könnte er wohl gemacht haben? Kriegen Sie manchmal Blumen von Ihrem Sohn? Nur, wenn er etwas verbrochen hat. Ah. Er hat gesagt, sehr oft. Mhm. Ja, das ist wahr. Ja. Was schenkt er Ihnen dann? Ja, eigentlich rote Nelken kriege ich meistens. Meistens rote Nelken? Mhm. Also bitte, welches von diesen Gebinden hat Ihr Sohn wohl gemacht? Dieses ganz sicher nicht, das ist zu künstlerisch. Mhm. Sie bleiben dabei? Ich bleib dabei. Also dieses hat er tatsächlich gemacht, gratuliere Ihnen. Schön. Ausgezeichnet. Danke sehr. Das sind also zwei Punkte für die Familie Vielei. Die Frau Henneberg, seien Sie so nett, kommen Sie zu mir. Sie sehen hier Blumenarrangements. Eines davon hat meine Frau gemacht. Ich habe auch eins gemacht. Die Birgit Murbacher. Und dann haben die drei Söhne der Spielfamilien haben auch jeder so ein Blumenstrauß gemacht, und zwar aus der Auswahl dieses großen Blumenbeetes. Welchen Strauß, glauben Sie, hat Ihr Sohn gemacht? Bitte nehmen Sie das Mikrofon. Schauen Sie sich alles in Ruhe an. Diesen? Ja, leider nicht. Den hat die Birgit Murbacher nämlich gemacht. Diesen hat er gemacht. Schade. Ja, naja, das ist ja nur ein Spiel, nicht? Klar. Vielen Dank. Bitte nehmen Sie wieder Platz. So, jetzt holen wir die Frau Bibi. Schickst du bitte die Frau Dreier? Ja. Frau Dreier, ich sag's Ihnen schon auf dem Wege. Es gibt hier Blumenarrangements. Kommen Sie zu mir, bitte. Es gibt hier Blumensträuße, und zwar sechs Stück. Einen davon hat Ihr Sohn gemacht. Kommen Sie bitte zu mir, gebe Ihnen dieses Mikrofon, schauen Sie sich die Blumensträuße in Ruhe an und sagen Sie mir dann, welchen Strauß hat Ihr Sohn gemacht? Ja. Kriegen Sie manchmal Blumen von Ihrem Sohn? Von meinem Mann, von meinem Sohn weniger. Mhm. Aber Sie würden, ich hab ihm das auch gefragt. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, dass Sie würden sich vielleicht freuen, wenn Sie ja, mal öfter also ich welche glaube, bekämen. Mein Sohn hätte dieses Arrangement gemacht. Ja? Das ist wahr. Warum? Weil er Tulpen sehr gerne hat. Aha. Und weil es so ein bisschen verwirrt alles aussieht? Ja, oder? Ja, das aha. auch. Er ist manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen verwirrt, aber sehr schnell. Na, bravo. Zwei Punkte für die Familie. Ah, ja. Ah, Moment. Diese Blumensträuße werden wir ein bisschen vervollkommnen, komplettieren und den können Sie dann mitnehmen. Danke vielmals. Und übrigens hat er gesagt, er hat zu wenig Taschengeld. So, ah, ja, das ist gut.
Bitte. Also die Familie Dreier aus der Schweiz haben 4 Punkte, Familie Henneberg aus Deutschland haben 2 Punkte und Familie Villay aus Österreich 4 Punkte. Wir gehen jetzt in die entscheidende dritte Runde. Nach diesem Spiel muss leider der punkteschwächste Familie ausscheiden. Das dritte Spiel ist ein Telepathiespiel. Bitte. Ja, also ich brauche noch ein Mikrofon, das bringt mir die liebe Vivi, wenn sie nicht übers Kabel fällt. Vielen herzlichen Dank. Meine Herren, nachdem jetzt also Ihre Gattinnen und Ihre Söhne gespielt haben, haben wir diese Runde für Sie erdacht, allerdings im Zusammenspiel mit Ihren Gattinnen. Und zwar haben Sie sicher schon gehört über Parapsychologie und derartige Dinge oder über Telepathie, telepathische Verbindungen zwischen Menschen, die sich gut kennen. Sie wissen das ja wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Wie lange sind Sie verheiratet? 23 Jahre. 23 Jahre. Sollte man wissen. Ja, dass Sie manchmal an irgendetwas ganz Besonderes gedacht haben und Ihre Frau sagt dann, genau dasselbe ist mir gerade eingefallen oder ein Name fällt dann oder man denkt an eine Person und, oder man beginnt ein Lied zu singen, der andere sagt, gerade wollte ich das auch singen. Ist schon passiert? Oft vorgekommen, ja. Jawohl. Bei Ihnen auch? 21 Jahre verheiratet. 21 Jahre. Haben Sie auch solche Erfahrungen auf gemacht? Auf jeden Fall haben wir haben die Sie gemacht. Sich mal mit Telepathie vielleicht beschäftigt? Das nicht. Wie ist es bei Ihnen? Ja, ich bin 17 Jahre verheiratet. Aber unsere Meinungen sind, wenn es zusammenpasst, nicht schön, wenn nicht, braucht man Telepathie auch keine. Ja, gut. Es gibt viele Menschen, die nicht daran glauben. Auch Wissenschaftler zweifeln sowohl an der Parapsychologie als auch an diesen telepathischen Möglichkeiten. Aber es ist ja erwiesen, dass eben gewisse Strömungen zwischen Menschen sind, gerade zwischen Menschen, die sich so nah sind, so gut kennen. Und dass eben meistens der Mann, der stärkere, dominierende, etwas autoritäre, ist meistens der Sender und kann seiner Frau dann gewisse Dinge zusenden. Und wenn sie ein guter Empfänger ist, dann funktioniert diese Verbindung. Und das wollen wir jetzt spielen. Wir haben Sie damals, wie wir Sie besucht haben, gebeten, 20 Gegenstände aus Ihrem ganz persönlichen Kreis, Lebenskreis auszuwählen, kleine Dinge des täglichen Lebens. Und von diesen 20 haben wir 5 dann ausgesucht und heimlich mitgenommen. Die finden Sie jetzt da auf diesen Tischen. Wenn Sie sich jetzt bitte an die Tische setzen, ich komme Sie dann im Einzelnen besuchen. Ja, Herr Henneberg hier an diesem Tisch, Herr Dreier da drüben, wir gehen zusammen hier rüber. Ja, Sie haben so skeptisch geguckt, wie ich gesagt habe, dominierend im Haus oder so. Das ja, wegen mir, oder meinen Sie? Ja, ich weiß nicht. Ja, wir... Schon bei den Kindern, wir haben das System der anti-autoritären Erziehung. Das haben Sie schon gemerkt. Ja, naja, das ist ja schön. Wir werden es gleich merken. Da lacht die Tochter. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Also wir haben hier 5 Gegenstände, wie ich schon gesagt habe. Was bedeutet das zum Beispiel? Das ist ein Familienbild. Ja, das bedeutet mir sehr viel, weil das meine Mutter ist und die ist leider gestorben vor Weihnachten. Das haben wir also mitgebracht? Ja. Tut mir sehr leid. Hier haben wir ein kleines Spielauto. Was hat es damit auf sich? Mein Bub sammelt diese Fahrzeuge, weil er ein Autoliebhaber ist. Und er sammelt Modelle nach und nach. Und ich glaube, ich kann, wenn ich zähle, 130 oder 150 solcher Arten hat er daheim. Was ist denn das für einer hier? Ja, bitte schön, es ist einer der letzten Modelle. Und die hat er zu Weihnachten vorher bekommen. Und deshalb hat es schon. Dann haben wir also hier das Dschungelbuch. Da Kipling. Das war der Film in Klagenfurt und daher dieses Buch dann auch. Mhm. Ich glaube, zu Weihnachten ist es. Und dann gibt es einen Bierkrug, einen sehr ansehnlichen. Ja. Was hat es damit auf sich? Das hat damit auf sich, dass ich ganz gern Bier von Bomben in Klagenfurt. Und da kommt dieser Krug zur Geltung, weil... Ja, der ist auch schön. Ja, weil der von meinen Kindern stammt. Das ist mein Stammkrug. Aha. Also die schenken mehr Bierkrüge als Blumen, habe ich das Gefühl. So. Ja, die Kinder mir schon. Ja. Und das ist ein Wikinger, nicht? Was ist also mit Wikinger dem? Oder ein Teutone oder so irgendwas. Ein Teutone. Also so irgendwas. Ich hatte Lanzen gehabt. Ja, Teutonen findet man häufig, sogar in Fernsehsendungen. Mhm. So, gut. Also dann das kam von Nicolo vom vorigen Jahr. Gut. Also wir kennen jetzt die Gegenstände. Wenn ich nachher sage, Sie sollen sie ordnen, dann ordnen Sie sie nach Ihrem Gutdünken auf diese Plätze hier, 1 bis 5. Aber ohne jegliche Wertung, wie es Ihnen gerade in den Sinn kommt. Ja? Ich sage es Ihnen aber noch. Nein, jetzt noch nicht. So, Herr Henneberg, bei Ihnen sind es auch 5 Gegenstände. Ein Buch zunächst einmal. Was hat es mit diesem Buch auf sich? Mit dem Buch habe ich mich in der letzten Zeit gerade beschäftigt, weil es ja ein ganz neues Arbeitsprinzip entwickelt. Mhm. Und man muss sich mit den Dingen auseinandersetzen. Hat das was mit Architektur zu tun? Hat es nichts mit Architektur zu tun. Man soll ja nicht einseitig sein, man soll sich mit allen Dingen beschäftigen. Lesen Sie doch mal den ersten Satz davor. Nicht hier, von dem Umschlag.
Haben Sie den Mut, das Buch zu lesen? Haben Sie den Mut, in einer einzigen blendenden Offenbarung den Grund dafür zu erfahren, warum Schulen keine Weisheit spenden? Regierung, das können wir hier nicht vorlesen. Nein. Aber das ist ein sehr schönes Buch. Was ist das hier? Das ist ein Fächermaßstab, der mit meinem Beruf etwas zu tun hat. Mit diesem Fächermaßstab verdiene ich also mein Geld. Und was ist das Pipperl hier? Dieses? Das ist ein Geschenk anlässlich eines Geburtstages von meiner Tochter, was ich sehr gerne habe. Man sollte auch mit dem Namen Henne, Berg, auch Henne, selbst, Henne. Selbstverständlich, wir sammeln alle Dinge, die mit Henne und Berg und Hahn was zu tun haben. Gut. Was ist das hier? Astrologie? Oder? Das ist mein Hobby. Ich habe ein Spiegelteleskop und das erleichtert mir das Auffinden der Sterne. Aha. Wie groß ist dieses Teleskop? 420-fache Vergrößerung, 90 cm Brennweite hat der Spiegel. Was können Sie da sehen? Fixsterne. Ich sehe alle Fixsterne, Saturnringe und so weiter, was ja in der letzten Zeitwelt ja jetzt gerade weggeht. Also der verlässt ja im März unser Himmelsbild. Deshalb haben wir in der letzten Zeit gerade den Saturn ausführlich beobachtet. Was bedeutet die Lupe? Muss ich an mein Alter denken. Das braucht man hin und wieder, um die Dinge besser zu sehen. Sehr gut. Also Ihre Gegenstände kennen wir auch. Wenn ich sage, ordnen Sie sie, dann legen Sie sie bitte auf eines dieser Felder, je einen Gegenstand, aber ganz nach Ihrem Gutdünken. Ja? So, Herr Dreyer. Was sagen? Haben Sie eigentlich bemerkt, dass diese Gegenstände fehlen? Ich habe gesehen, dass ich sie wieder habe. Das ist wichtig. Aha, das ist gut. Hier ist ein Schachspiel, glaube ich, nicht? Reiseschach. Jawohl. Wie geht das? Magnetisch oder was? Die sind magnetisch festgemacht. Sehr praktisch. Haben Sie das immer auf Reisen mit? Nein, aber ich spiele sehr gern Schach, schon seit meiner frühesten Jugend. Sind Sie ein großer Kennedy-Verehrer? Jawohl, also Kennedy habe ich immer sehr verehrt. Ich finde, er war ein großer Staatsmann. Dann haben wir hier ein Taschenmesser, das Schweizer Messer. Das Schweizer Messer, jawohl, das kann man immer brauchen, bei jeder Gelegenheit. Gut. Dann haben wir ein sehr schönes Bild. Das ist von meiner jüngsten Tochter, Jacqueline. Wann hat sie das gemacht? Das hat sie vor einem Monat gemacht. Wie alt ist die Jacqueline? 7 Jahre. Also dann grüßen wir herzlich die Jacqueline. Und hier also ein Golfeisen. Jawohl. Das 7er Eisen, was bedeutet das? Golf ist mein Lieblingsspiel. Und mit dem 7er Eisen schlägt man die Bälle eine gewisse Distanz. Sehr schön. So, also auch diese Gegenstände kennen wir. Jawohl. Jetzt bitte ich alle Herren, genau zuzuhören. Sie sollen jetzt diese Gegenstände auf die Positionen 1 bis 5 hinlegen, ganz nach ihrem Dafürhalten und ohne jede Wertung, ganz wie es ihnen in den Sinn kommt. Bitte die Damen, die stellen sich jetzt hinter diesen Wänden auf, damit sie ihre Gatten nicht sehen können. Ich bitte die Kinder, keine Zeichen zu geben, damit sie da vielleicht sich so ein bisschen was zublinzeln. Das wäre nicht fair. Ja, habt ihr das alle gehört? Und ich bitte die Damen jetzt schon, sich ganz stark und intensiv auf ihre Männer einzustellen. Denn nur dann kann dieses Spiel gelingen. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, jetzt wirklich ganz ruhig zu sein. Wir haben auf den Proben mit anderen Familien festgestellt, dass man hier frappierende Ergebnisse unter Umständen haben kann. Vielleicht gelingt es auch jetzt in der Sendung. Sind die Gegenstände alle geordnet? Dann bitte ich jetzt die Herren und Damen, sich aufeinander einzustellen. Und ich bitte, sich auf den Gegenstand Nummer 1 zu konzentrieren. Also auf einen Gegenstand zunächst mal zu konzentrieren. Die Damen haben das ja vor sich abgebildet, auf so Bildtafeln. Versuchen Sie, diese Message von Ihrem Gatten zu erhalten. Und wenn Sie glauben, Sie wissen, um welchen Gegenstand es sich jetzt handelt, dann hängen Sie das Bild auf die Position Nummer 1. Sie sollen jetzt, Ihr Mann konzentriert sich jetzt auf einen dieser Gegenstände hinter dieser Wand. Ja. Sie sehen das Bild. Das ist jetzt der erste Gegenstand, an den er denkt. Wenn Sie das empfunden haben, wenn Sie glauben, er denkt gerade an das, dann hängen Sie das auf 1. Klar. Wir konzentrieren uns bitte auf den Gegenstand Nummer 2. Gegenstand Nummer 2. Hängen Sie das dazugehörige Bild bitte auf die Position Nummer 2.
Gegenstand Nummer 3. Konzentration. Die Damen hängen das Bild auf die Position Nummer 3. Gegenstand Nummer 4. Die Damen hängen das Bild auf. Gegenstand Nummer 4. Ändern kann man nicht mehr. Sollten Sie nicht mehr. So, und Gegenstand Nummer 5, das können Sie sofort aufhängen, weil ja keine Wahl mehr besteht. So, alle Herrschaften können auf ihre Plätze zurückkehren. Ich gehe mal zum Herrn Philay. Wenn Sie bitte noch da bleiben, einen Augenblick. Kommen Sie mal zu mir hierher. Setzen Sie sich bitte hin. Wir werden sehen. Wir werden es gleich sehen. Ich bin genauso gespannt wie Sie. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie diese Gegenstände gereiht? Hat das irgendeinen besonderen Grund? Also für mich hat den Grund gehabt, dass mir verschiedene Gegenstände natürlich lieber sind als andere. Ja. Denn wenn Sie 23 mitnehmen, nicht? Also bei uns haben Sie 23 mitgenommen, dann sind Dinge dabei, die Ihnen mehr am Herzen liegen und Dinge, die Ihnen weniger am Herzen liegen. Das ist ganz klar. Und also, das ist also das Bild von meiner Mutter, das ist etwas, das uns allen primär am Herzen liegt. Das ist ganz klar. Also jetzt wollen wir schauen. Herr Philay, ich sehe, hier ist es wirklich das passiert. Anzunehmen, ja. Also alle Gegenstände sind richtig erkannt worden. Also das ist wirklich erstaunlich. Das ist erstaunlich. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie das auf den Titel hinschauen, dass es unmöglich ist, sich da auszureden, was bei 23 Gegenständen rückwärts zu noch richtig in der Reihenfolge liegt. Das ist unmöglich. Man kann schon sagen, nicht wahr? Es ist unglaublich. Frau Philay, kommen Sie doch noch mal her. Kann ich einen Zettel haben und etwas zu schreiben? So, Frau Philay, sind Sie auch erstaunt, nicht? Ja, ich bin überrascht. Sie ist doch eigentlich unglaublich. Das erste natürlich nicht. Ja, jetzt bitte ich Sie, konzentrieren Sie sich, ich meine, das ist jetzt ein Spiel, was gar nicht vorgesehen war. Ja. Konzentrieren Sie sich jetzt ganz aufeinander, geben Sie aber keine Zeichen oder irgendwas, und denken Sie beide an eine Person. Und ich lasse mir das dann ins Ohr sagen und schreibe das auf. Vielleicht gelingt das noch einmal. Sind Sie soweit? Sagen Sie mir es ins Ohr. Sie können sich schon wieder setzen, bitte. Na, Sie dürfen nicht schauen. Bitte sehr. Ich habe an meine Mutter gedacht, das ist auch mal ein. Mutter, ja. Mutter des Mannes. Bitte. Also, Herr Henneberg, das bedeutet also 5 Punkte für die Familie Philay. Herr Henneberg, kommen Sie her. So, wie schaut's aus? Schaut schlecht aus. Es ist gar nichts gelungen. Nein. Also Ihre telepathischen Künste, Ihre Fähigkeiten haben versagt. Na, kann man nichts machen. Kein Punkt. Vielen Dank. Familie Dreier. Herr Dreier, seien Sie so nett. Ui, das ist ja schön. Ui. Also, Golf hat gestimmt. Kennedy gestimmt. Hier ist es falsch. Hier ist falsch. 3 sind richtig. 3 Punkte für die Familie Dreier. Ein Dreier für die Dreier. So. Vielen Dank. So. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Vivi ist so nett und gibt uns die Punktewertung bekannt nach diesem dritten gespielten Spiel. Familie Dreier aus der Schweiz haben 7 Punkte, Familie Henneberg aus Deutschland 2 Punkte und Familie Philay aus Österreich 9 Punkte. Ja, ich muss mich leider bei Ihnen verabschieden. Ja, das tut mir leid. Sie haben so schön alles gemacht. Sie kriegen den dritten Preis in der Höhe von 1.500 Mark. Und bitte bleiben Sie sitzen, weil es passiert ja noch allerhand. Danke vielmals. Es kommt jetzt, meine Damen und Herren, unser musikalischer Teil. Aber vorher müssen wir das vierte Spiel organisieren, was nach diesem
Musikteil kommt. Und zwar ist das ein Delegationsspiel jetzt. Das heißt, Familie Villay, Familie Dreier, bitte passen Sie genau auf. Sie sollen mir das Familienmitglied benennen, beraten Sie untereinander, das Ihrer Meinung nach die größten Fähigkeiten hat, als Reporter zu arbeiten. Also der Ihrer Meinung nach das beste Interview machen kann. Ja. Bitte überlegen Sie sich das und schicken Sie den zu mir. Was meinst du? Philipp. Was meinst du? Ich glaube, du. Sprechen Sie ruhig laut. Also ich glaube... Sprechen Sie ins Mikrofon. Meinen Sie Reporter oder Interview? Es muss ein Interview gemacht werden. Ich kann es Ihnen auch ruhig, ich kann es Ihnen kurz erklären. Mit bekannten Wiener Schauspielern muss ein Interview gemacht werden. Das ist also ganz einfach. Meine Tochter. Aha, gut, bitte. Also, die Ruth Villay, bitte sehr. Kommt her. Bei Ihnen. Meine auch, Tochter. Auch die Tochter Vivienne kommt bei, na, sie ist schon auf dem Weg. Ich erkläre es euch, also ihr werdet weggeführt. Und zwar auf dem schnellsten Wege werden Sie weggeführt in die Stadt. Und zwar werden Sie dort dann Gelegenheit haben, sehr, sehr bekannte Wiener Schauspieler zu interviewen. Ich erkläre Ihnen auch, wer es ist, besonders unseren Zuschauern in Deutschland, in der Schweiz. Es wird ein Besuch sein in einem sehr bekannten Wiener Theater, in den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt. Und dort ist die Elfriede Ott auf der Bühne, Erwin Strahl und Alfred Böhm. Und mit einem dieser Schauspieler werden Sie dann sprechen. Aber ich will Sie jetzt also nicht mehr länger aufhalten. Das heißt, es soll jetzt unser musikalischer Teil beginnen. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt einen großen Star ansagen. Es ist die berühmte Schauspielerin, die Ihnen sicherlich, jedenfalls vielen von Ihnen, aus dem Film Sonntags nie bekannt ist. Sie ist dadurch berühmt geworden, dass sie Lieder singt, aber politische Lieder mit einer großen Aussage. Und ich sage nur zwei Worte, ihren Namen, Melina Mercouri. Wenn du morgen einmal Pech hast, wirf die Flinte nicht ins Korn. Komm zu mir, ich werde dich trösten und beginne ganz von vorn. Es steht längst in meinen Karten, wer warte, hat gewinn. Und es gibt für mich kein Warten, weil ich eine Griechin bin. Und es gibt für mich kein Warten, weil ich eine Griechin bin. Bei mir ziehst du das Große los aus meiner linken Hand. Die andere, die macht schonungslos den Teufel an die Wand. Es wird graue Tage geben überall auf dieser Welt. Höre auf zu resignieren, wenn vom Himmel Regen fällt. Heute lachen, morgen weinen, das ist nun einmal so. Und das Leben, das wir leben, ist und bleibt ein Risiko. Und das Leben, das wir leben, ist und bleibt ein Risiko. Bei mir ziehst du das Große los aus meiner. Ich hab eines nur zum Ziel. Mit dem Joker in Reserve gehe ich in das große Spiel. Es steht links in meinen Karten, wer warte, hat gewinn. Und es gibt für mich kein Warten, weil ich eine Griechin bin. Und es gibt für mich kein Warten, weil ich eine Griechin bin. Bei mir siehst du das. Schon uns los, der Teufel.
Ferraro. J'ai tant de choses à te dire, mais je ne trouve pas les mots. Il va falloir que tu lises entre les lignes, entre les mots. Nikos a vu des loups dans la campagne. Les oliviers sont verts de gris. En Grèce, on est heureux comme en Espagne. Mais le soleil revient après la pluie. Hélène est en servitude. Elle ne bouge plus. Elle ne respire plus. Elle ne bouge plus. Elle ne respire plus. J'ai trop de choses à te dire, mais je ne trouve pas les mots. Il va falloir que tu lises entre les lignes, entre les mots. Έγινε περιστέρι.
Wemma Muxana. Bravo. Bonsoir, Mélina. Bonsoir. Vous permettez que je parle en allemand? Des Bien questions. Sûr. Mélina, ich bin glücklich, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich bin sehr glücklich. Sie sind eine große Schauspielerin. Millionen kennen Sie aus Ihren Filmen. Millionen kennen Ihre Lieder. Sie singen aber nicht einfach Lieder, sondern Ihre Lieder haben einen politischen Hintergrund. Die beiden letzten Lieder, die Sie gesungen haben, in Französisch und in Ihrer Muttersprache, sind von dem großen griechischen Patrioten Theodorakis. Als was, Mélina, wollen Sie sich verstanden wissen? Je veux vous répondre en français parce que je parle mieux. Je voudrais que si quelque chose s'arrive à moi, jamais, je voudrais que je sois rappelée comme une citoyenne grecque qui s'est battue pour la liberté de son pays. Ich möchte es so ausdrücken, ich sage das lieber französisch, hat sie gesagt, wenn eines Tages mir irgendetwas zustoßen sollte, was auch immer sei, ich möchte verstanden werden als griechische Bürgerin, als eine Bürgerin Griechenlands, die sich für ihre Freiheit geschlagen hat. Was sind das für Lieder, die Sie singen und was wollen Sie damit sagen? Je veux parler de l'injustice du monde. Ich will über die Gerechtigkeit auf der Welt sprechen. Je veux parler de l'optimisme du monde. Ich will vom Optimismus sprechen. Je veux parler pour les hommes libres. Ich will mich an die freien Menschen wenden. Qui se tiennent droit parce que ce sont des Menschen. Ich möchte für alle Menschen sprechen und für die Freiheit der Menschen, damit sie sich als Menschen fühlen können. Ich danke Ihnen noch einmal, dass Sie gekommen sind, Mélina. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich hoffe, dass wir Sie bald wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Und danke. Mélina, Mélina. Bleu et blanc. Meine Damen und Herren, viertes Spiel. Ich darf Sie ganz kurz an den Punktestand erinnern. 7 Punkte für die Dreiers, 9 Punkte für die Familie Fillay. Unsere Kandidaten sind unterwegs, wie Sie wissen. Ich habe gesagt, dass Sie Schauspieler interviewen müssen. Ich bitte ganz besonders die Zuschauer in Frankfurt aufzupassen, denn Sie werden mit Ihrer Lichtstimme das kommende Spiel bewerten müssen. Es wird nicht ganz so einfach sein, diese Schauspieler zu interviewen, denn diese Schauspieler stehen zurzeit auf einer Bühne, und zwar in den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt. Und plötzlich werden unsere Kandidaten dort reingeführt werden. Sie werden zwar wissen, dass sie mit diesen Schauspielern sprechen sollen, aber sie werden plötzlich auf der Bühne stehen, mitten in einer Vorstellung und mitten vor dem Publikum. Und Sie, liebe Zuschauer in Frankfurt, werden nun bewerten, welcher unserer beiden Kandidaten sich in dieser Situation besser schlägt, welcher sich besser verhält. Wir schalten also jetzt
in die Kammerspiele des Theaters in der Josefstadt, wo der erste Kandidat gleich auf der Bühne erscheinen wird. Ich möchte mich vielleicht noch ganz kurz bedanken beim Hausherrn dieses Theaters, bei Herrn Professor Stoß, der uns ermöglicht hat, dass wir dieses Spiel in seinem renommierten, wunderschönen Haus durchführen dürfen. Vielen Dank. Bitte ins Theater umzuschalten. Ich bin nervös, Sie waren ja nicht der Einzige. Der Frühling liegt in der Luft. Da spielt sich eben dieserlei und jenerlei ab. Da sind Sie nervös, Kovacs? Majore sind nicht nervös, bis Sie den Ruhestand hinein. Bin ich. Frisch, Kovacs. Warum fragen Sie mich das, Herr Major? Weil ich jeden Tag frage, frisch, Kovacs. Und Sie sagen, jawohl, zu Befehl, Herr Major. Zu Befehl. Einmal am Tag, zu Befehl. Also, frisch, Kovacs. Jawohl, zu Befehl, Herr Major, frisch. Ich werde doch hier keine alten Schlitten verkaufen. Wir sind ja nicht im Wald. Das ist auch wieder wahr. Im Wald werden ja keine Schlitten verkauft, aber ich warne Sie, Herr Major. Sehr nervös. Kovacs. Pardon, aber ich lasse mir meine Ware nicht schlecht machen. Wer macht Ihre Ware schlecht? Ich Ihre Ware schlecht? Na, ich vielleicht. Ich mache schlechte Ware. Ich habe nur gefragt. Frisch, weil offen gestanden. Oh, eine Kundschaft, bitte schön, nehmen Sie Platz. Bitte schön, nehmen Sie Platz hier. Vielleicht eine Kaffee, eine Laufkundschaft. Sind Sie schon lange in der Stadt? Möchten Sie was für Frau mitnehmen oder möchten Sie gerne da was essen? Bitte, wenn Sie einen Moment warten, Herr Major, ja? Mehr, ja. Laufkundschaft, bitte schön. Wollen Sie noch mehr? Bitte schön, mit einer kleinen Schaufel. Also den Schinkenkipferl kann ich Ihnen sehr empfehlen. Das esse ich ja jeden Tag. Ja, ich bin so boxen wir sogar schon zum Häuser raus, aber sind das ausgezeichnet. Wollen Sie einen Mokka auch dazu haben vielleicht? Bitte schön. Mokka ist auch Fräulein. Etwas Zucker noch dazu. Ah, ich sehe schon, das ist etwas da. Bitte hier. Herr Kunschkopf, bitte, gnädige Frau. Herr Kunschkopf und Herr Kovacs, bitte, für die Kunschkopf-Dame. Gleich so servieren, das Kunstschrat. Dann möchten Sie gleich sonst gnädig. Kommen Sie von auswärts? Ja, von wo sind Sie denn? Aus der Provinz. Aus der Funk von Klagenfurt. Ja, das ist aber sehr nett. Dann wird Sie zu uns schauen, Schaumrollen vielleicht. Soll ich Sie interviewen? Bitte schön, ja. So schön, wenn Sie vielleicht in die Kosten Sie haben. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist alles gratis heute. Bitte schön, vielleicht hier dazu. Aber vielleicht gehen, auch vom Kunstgrapferl. Ein Kunstgrapferl. Bestens ab. Das wird Ihnen bestimmt gut schmecken. Ja? Das mischt sich sehr gut. Außen können. Haben Sie da was Neues? Darf man da auch hineinbeißen am Mäuter? Entschuldigung, haben Sie da vielleicht einen kleinen Hund dran? Oder was ist das? Eine Leine, hier, ein Mokka, bitte schön, mit Schlagsahne. Ja, tragt man das in Klagenfurt, bitte? Bitte schön, mit Schlagsahne. Ich habe nur mit dem Fernsehen aufgeholt. Was ist das bitte, Fernsehen? Was ist das bitte? Eine was? Das kennen wir noch nicht. Ein Stück oder zwei Stück Zucker, bitte schön. Zwei Stück, bitte schön. Ja. Die Dame. Darf ich vielleicht der Dame auch noch Zucker und aufwarten? Das ist schön, dass Sie keine Schwierigkeiten mit der Linie haben. Vielleicht können Sie es mitnehmen. Sie dürfen auch was einpacken. Vanillekipferl und heute alles gratis. Das für die gute Mitte. Herr Kovacs, wir warten mit einem Kümmerl. Kümmerl wir uns ein bisschen. Vielleicht was Gesalzenes zwischendurch, weil Sie haben so viele süße Sachen. Das sind Schinkenkipferl, Spezialität unserer Zuckerbäckerei. Bitte empfehlen Sie uns. Stampfer Himbeerwasser. Was könnte man denn der Dame noch aufwarten? Naja, wir haben eigentlich Stampfkundschaft. Sie werden sicher noch Stampfkundschaft bei uns. Ich muss was reden. Wollen wir es nicht bitte? Vergessen Sie Ihr Wort nicht. Ich muss Ihnen eine Frage stellen. Auch mit Nolikipferl bitte. Haben Sie was gesagt, Fräulein, bitte? Bitte nehmen Sie denn doch irgendwas. Ne? Alles gratis heute. Sie können sich anessen für die ganze Woche bei uns. Ja. Bitte. Heute ist alles gratis. Ja, wir haben sehr gut. Das ist ein bisschen schön. Ist ein bisschen Himbeerwurst. Der Emschi und ich, wir sind heute 10 Jahre verheiratet und heute alles gratis. Noch einen vielleicht? Hä? Nein. Flirten Sie nicht mit der Dame, Herr Marschall. Der neue Gast ist sehr gefährlich. Der ist sehr gefährlich. Müssen Sie aufpassen. Ein Freund unseres Hauses. Danke. Die Zeit ist um. Fräulein Villay, Ruth, bitte kommen Sie wieder von der Bühne herunter. Und räumen danke Sie die mich. Bühne. Darf ich Ihnen diese Sache aufnehmen? Hallo. Aber bitte, Fräulein, ja, nennen Sie sehr gut. Man kommt mit, das genau Sie. Bei dieser Elfriede nein, kommt man nicht zu Wort. Das gehört uns. Ausgeschlossen. Nein, das gehört uns. Elfriede! Bitte, ja, ich bin hier. Guten Abend. Ich begrüße euch, ihr lieben Kollegen, Elfriede Ott. Erwin Strahl, den sehe ich gerade im Bild, ja, grüß dich. Und Alfred Böhm, ich danke Ihnen sehr, ja, liebe Kollegen. Ja, hat es ein bisschen Spaß auch gemacht oder war das nur eine Störung?
Nein. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich begrüße auch Sie, liebe Zuschauer, in den Kammerspielen und danke Ihnen für Ihre Geduld. Immerhin müssen Sie sich vorstellen, dass Sie ja jetzt praktisch mit 30 oder 40 Millionen Zuschauern verbunden sind. Vielleicht ist das ein kleiner Trost. Und Dietmar Schöner, wenn Sie vielleicht Appetit haben auf was Süßes, ja. Sie sind immer eingeladen. Ja, bitte, ja. Also unsere Sendung überzieht ja gewöhnlich. Es könnte sein, dass ich also dann nach unserer Sendung noch hinkommen kann. Aber ja, ich glaube, da ist eure Vorstellung längst zu Ende. Wir haben auch Personalmangel. Ja. Also wenn Sie einspringen wollen. Bei gerne, ja. Ich habe ja das Stück gesehen, das ist ganz entzückend. Ich komme vielleicht wirklich einmal so, auch so als Störenfried auf die Bühne. Ja? Also, zwischen 8 und 10 jeden Tag. Danke, ja. Naja, also jetzt ist aber genug, Elfriede, ja. Vielen Dank. Ich verabschiede mich von Ihnen in den Kammerspielen. Das heißt, ich werde nachher noch mal kurz mit Ihnen sprechen. Es kommt jetzt also unser zweiter Kandidat. Und ich bitte jetzt Sie, liebe Kollegen, auf dieselbe Textstelle zurückzugehen, damit wir für den zweiten Kandidaten dieselbe Ausgangsposition und dieselben Voraussetzungen vorfinden wie für das Fräulein Vielei. So, vielen Dank. Wir schalten wieder zurück jetzt in die Kammerspiele. Pardon, Herr Major, aber ich lasse mir meine Ware nicht schlecht machen. Macht Ihre Ware schlecht? Ich Ihre Ware schlecht? Das ich vielleicht. Ich mache schlechte Ware. Ich habe nur gefragt. Frisch, weil offen gestanden. Was offen gestanden? Bitte die Ware nicht mit dem Finger zu berühren. Berühren? Hingezeigt habe ich gezeigt. So. Nein, so. Mit dem Finger direkt gestanden. Und Kovac, was ist das für ein Punkt? Das ist laut Herr Major von Zollnei gegenüber. Kovac, nicht einmal, nicht einmal Mondkipfel und Mondschnitzel, geschweige denn Eierschaum. Ich verbiete Ihre Belehrungen. Sie sind nicht von mir, sondern von der Behörde. Sie hätten in meinem Regiment dienen sollen, Kovac. Dort hat man ja keine Schnitten verkauft, sondern Kriege verloren. Toll, nein. Entschied! Wenn Ihnen was nicht passt, geht's doch zum Zauner oder zum Cherbot. Mich sehen Sie oder nicht zum wieder. Demi. Vielleicht dürften dort in den Eierschaum bohren. Das wird mein Vergnügen sein. Herr Major, und wenn Sie Feldmarschall wären, dürften Sie nicht mit so ungewaschenen Händen... Guten Tag. Sind Sie Laufkundschaft? Sind Sie schon lange in der Stadt hier, in unserer kleinen? Bitte nehmen Sie doch Platz, Sie kriegen zuerst. Ich kann das nicht behalten, nein. Einen kleinen Kaffee, ja, nehmen Sie Platz. Vergessen Sie Ihr Wort nicht, bitte schön. Nein, danke. Bitte, gehen Sie zu. Nehmen Sie Platz. Ich möchte gerne ein Interview mit euch. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Haben Sie schon in Ihrem Leben unglücklich gemacht? Aber was fällt Ihnen ein? Eine Zuckerbäckerin macht doch keine Männer unglücklich. Na doch, bitte natürlich. Sie. Ich habe noch keinen Mann unglücklich noch gemacht. Keinen? Nein, bei mir sind alle glücklich. Nein, danke. Ich nehme überhaupt nichts. Was wäre warum nehmen Sie nichts an? Warum nehmen Sie nichts an? Wenn ich vor Ihnen oben ohne erscheinen nicht würde. Mit dem Fräulein. Das fällt mir gar nicht ein. Bitte, vielleicht eine Schaumschnitte angenehm. Ja, was ist das? Das ist ein rundes, es ist ein Mikrofon. Ein neues Grapferl da? Ich habe überhaupt nichts. Sehr gut, ganz frisch. Ganz frisch, wirklich. Sehr gut. Ja. Ich bin nicht abergläubisch, aber passen Sie einmal nicht. Sehr gut. Nein, ich nehme überhaupt nichts. Nehmen Sie Zucker, nehmen Sie keinen Zucker. Abergläubisch, wie kommen Sie auf das? Schauen Sie aus. Vanillekipferl haben wir hier vielleicht. Sind auch ganz frisch, wollen Sie nicht? Bitte, versuchen Sie doch einmal. Essen Sie nicht, Sie sind so schlank, Sie können doch noch was essen, bitte schön. Das ist wirklich gut. Was ist denn, Herr Hobby? Ich möchte nicht. Ganz frische Punschkrapfen hier, bitte schön. Sie werden sicher Stammkundschaft bei uns werden, werden Sie sehen. Nehmen Sie doch Platz, es ist so unhöflich, wenn Sie... Sie trauen uns ja den Schlaf aus dem Zimmer. Ja, jetzt kriegen Sie gleich was von mir. Was meinen Sie, was ist ein Hobby? Na, wir wissen es doch nicht. Ich möchte gerne... Ich möchte gern. Danke. Das trinken Sie sicher. Ja. Sie kriegen ja sonst einen ganz trockenen Mund, wenn Sie so viel fragen. Bitte schön. Das ist ganz was Gutes. Aber alles wird mit dem Fräulein ein paar ich möchte doch so gern Ihr Hobby wissen. Was ist Ihr liebstes Hobby? Haben Sie schon versucht? Die sind wirklich sehr gut auch heute. Tapper, die Schaumschnitten, Sie nehmen überhaupt nichts an von uns. Nein, danke, nein, ich kann nicht. Das ist ja eine Beleidigung des Hauses. Für einen neuen Gast müssen Sie schön. Wollen Sie vielleicht was nehmen? In welcher Sprache finden Sie das Wort? Ich liebe dich am schönsten. In welcher Sprache? Auf Kakanisch. Warum? Und wie können Sie das zu mir sagen? Zu mir, meine ich. Kakanisch? Ich bin so lange dort gewesen. Also ich müsste jetzt wirklich nachdenken. Ich bin nie in diese Lage gekommen, auf Kakanisch. Ich liebe ganz frisch, echter Eierschaum. Ist alles gratis heute. Nein.
Alles wirklich, klar? Ja, wirklich, ja. Ja, ja, wir haben sollen wir was einpacken vielleicht? Nein, für die Familie zu Hause, für den braven Bruder und so. Ja, alles ein, einfach alles einpacken. Ja, von wo sind Sie denn eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich bin von Zürich. Von Zürich? Ja, ich möchte doch so gerne. Wie gefällt es Ihnen in unserer Stadt? Sehr gut. Und so gerne. Sehen Sie, es ist doch so wirklich schön. Ja? Noch nicht viel gesehen, dann schauen Sie sich alles morgen an vielleicht. Morgen, ich sage schon, dass Sie einen Raum vor. Ich möchte doch. So, danke sehr. Danke vielmals. Vivienne, Vivienne. Ja, ja. Vivienne. Ja? Die Spielrunde ist aus. Bitte kommen Sie wieder von der Bühne und kommen Sie dann auf schnellstem Wege in Begleitung zu uns hier in die Halle. Vielen Dank noch einmal, liebe Kollegen, lieber Erwin Strahl, liebe Elfriede Ott, lieber Alfred Böhm. Ihr habt das wunderschön gemacht. Wir danken euch allen. Auch Ihnen, liebes Publikum, in den Kammerspielen für Ihre Geduld und hoffentlich haben Sie jetzt noch eine schöne Vorstellung ohne Störungen. Auf Wiedersehen. So, meine Damen und Herren, die Frankfurter bitte ich nun ganz besonders, sich zu konzentrieren, denn Sie werden es sein, die mithilfe des Lichttests jetzt bewerten sollen, welche Kandidatin das besser gemacht hat. Also entweder die Vivienne Dreier, das war die zweite Kandidatin, oder die Ruth Philay, das war das erste Mädchen, das auf die Bühne gekommen ist. Inzwischen haben viele Leute angerufen und haben gesagt, ich sollte doch endlich diese rote Nelke aus dem Knopfloch nehmen. Es wäre hier gar kein Platz für irgendwelche Reklame oder Propaganda. Es tut mir leid, oder ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass die Leute nun in alles, was ich tue, schon etwas hineingeheimnissen. Blumen sind meiner Ansicht nach vollkommen unpolitisch. So, aber ich tue die Nelke jetzt weg, weil jetzt ist mir der Spaß verdorben. So, hoffentlich sind Sie jetzt zufrieden, ja? Und jetzt wird Ihnen, liebe Zuschauer in Frankfurt, die Vivi erklären, nicht wahr, wie nett ist doch alles, wie das geht mit dem Lichttest. Bitte, lieber Erich, spür ein bisschen Musik. Guten Abend, Herr Burkhardt. Ja, schönen guten Abend, ich bin Bach, hier ist die Stadtwerke Frankfurt. Ja, das ist fein. Bitte verbleiben Sie mal parat, ja? Bleibt dran. Gut, verehrte Zuschauer in Frankfurt, wir wollen zuerst bewerten, wie Ihnen das Verhalten von Ruth Philay aus Österreich gefallen hat. Ruth Philay ist die junge Dame, die heute bestimmt 2 Kilo zugenommen hat in unserer Sendung. Beim Gong sollen Sie die Lichtquellen, die Sie innerhalb von 20 Sekunden erreichen können, einschalten. Also beim Gong geht's los. Achtung, fertig! Gestiegen? Der Stromverbrauch ist um 10 Megawatt in Frankfurt gestiegen. Um 10 Megawatt? Vielen Dank, verbleiben Sie noch am Apparat. Jawohl. Also bitte jetzt die Lichter, die Sie gerade eingeschaltet haben, wieder abzuschalten, damit wir für Vivienne Dreier aus der Schweiz genau dieselbe Ausgangsposition haben. In der Zwischenzeit spielt für Sie das Orchester Erik Kleinschuster. We'll be right back.
Schalten Sie jetzt die Lichter ein, falls Ihnen das Verhalten von Vivian Dreyer aus der Schweiz besser gefallen hat. Sie haben wie immer 20 Sekunden Zeit. Beim Gong geht's los. Achtung, fertig! Damen und Herren, ich weiß nicht, jetzt ist irgendwie ein totaler, ja, da ist, also der Punktestand, 8 Punkte für die Dreyers, 9 für die Familie Filley. Die erste Tochter, ich weiß jetzt nicht genau, welches, ist schon da, aber sie ist völlig außer Atem, wollen wir also noch eine kleine Verschnaufpause schenken, bis zum Beginn des 5. Spiels. Inzwischen spielt der Erich Kleinschuster für Sie ein bisschen Musik. Bitte, Erich. Kleinschuster. Also sind alle wohlbehalten wieder hier eingetroffen in der Halle. Ja, der schöne Herr steht schon wieder vor dem Vorhang und sagen, oje, schon wieder Theater, womöglich. Dem wünschte was, dem fällt überhaupt nichts mehr ein. Nein, auch hinter diesem Vorhang wird sich ein Schauspiel jetzt vor Ihren Augen abrollen. Aber das wird sich ganz wesentlich von jenem unterscheiden, was wir teilweise aus den Kammerspielen gesehen haben. Man hat uns manchmal hochgelobt, vielleicht manchmal ein bisschen zu hoch, und hat gesagt, wie progressiv wir angeblich seien, während wir das von uns selber nie behauptet haben. Aber manchmal hat man auch geschimpft. Und viele Leute, die sind ja wirklich, die haben ja große Freude, sich zu ärgern und so. Die haben sich also ordentlich geärgert über uns und so. Und dann haben sie gesagt, da kommt immer der große Schocker, der Schocker, nicht wahr? Und da war die Schlange und dann kam eine Kommune und weiß Gott was alles. Und die Autos haben wir kaputt gemacht. Naja, und ein Karikaturist, der hat eine Zeichnung gemacht, wo der Gorilla schon hinter dem Vorhang wartet, nicht wahr? Aber es ist auch kein Gorilla hinter diesem Vorhang. Das Spiel, das wir jetzt machen, es dürfte Sie nicht nur interessieren, weil es spannend ist, sondern es hat auch einen sehr tiefen pädagogischen Zweck. Und wenn Sie gut aufpassen, könnte dieses Spiel einmal dazu beitragen, Ihnen vielleicht sogar das Leben zu retten. Bitte Vorhang auf! In diesem Auto, meine Damen und Herren, das jetzt von diesem Kran hochgehievt wird, sitzt die Familie Filley aus Österreich und wird von diesem Kran in einem ungefähr 3 Meter tiefen Wasserbecken versenkt. Wir simulieren hier einen sehr häufig vorkommenden Unfall.
wo Menschen, wenn sie die Geistesgegenwart behalten, sich aus einem solchen Fahrzeug retten können. Unsere Familien dürfen dann herauskommen, wenn das Wasser den Punkt erreicht hat, der seitlich am Fahrzeug zu erkennen ist. Ich gebe dazu auch noch ein akustisches Signal. Pass auf, jetzt pass auf, du Tod. Warte, bis lies nichts mit der Schnur, tauch durch. Was? Tauch durch. Ja. Aber wenn es von der Früh in der Schubse reinkommt, dann nicht. Halt das die Hand. Was darf jetzt? Lass den Schubse rein. Noch nicht? Noch nicht? Noch nicht? Ah, das ist der Bademann an der Wand. Ja, vom Knopf weg. Vom Knopf weg. Sollte man nicht über den Schubse reinspringen. Bravo. Bravo, bitte kommen Sie heraus. Bitte in Gefahr. Ich helfe Ihnen. Sehr gut. Hervorragend. Haben Sie das gemacht? Wie war das? Schön warm war es. Schön warm. Das Wasser haben wir angewärmt. Gott sei Dank. Haben Sie sich gefürchtet? Naja, ja, jetzt zum Schluss ist es schon ziemlich schwer gegangen. Ja. Hat Ihr Mann Verhaltensmaßregeln gegeben oder hat er gesagt, was Sie machen sollen? Hat er irgendwie das Kommando geführt? Herr Filler, ja, kommen das, Sie her. Er hat das Kommando schon übernommen. Ja, aber ja? drücken, hat er immer gesagt. Wie war es denn? Ich möchte laut sprechen, weil wir jetzt dieses ganze Geräusch von diesem Kran hier haben. Im ersten Moment habe ich gedacht, das hört auf. Aber es ist eben alles gut. Ja. Vielleicht kommen ich bin froh, Sie dass her. Ich nur lebe. Leider konnten wir natürlich, Sie haben im Auto gesprochen. Ja, haben Sie da Anweisungen gegeben? Ja, ich habe gesagt, natürlich. Wir wollten zuerst die Tür ohne Fenster runter zur Kurbel aufbringen. Ist nicht ganz gegangen, es war der Druck ein bisschen zu stark. Gut, wie ist dir gegangen? Ganz gut, ja. Ja, bist du erschrocken? Nein. Ja. Also Sie haben gesehen, wenn Ihnen so ein Unfall passieren würde, würden Sie tatsächlich unter Umständen herauskommen, nicht? Ah, ja. Ja. Ich glaube schon, ja. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr. Ich danke vielmals. Ich finde es großartig, dass Sie das gemacht haben. Ich möchte dazu sagen, dass wir schon unsere Familien gefragt haben, ob sie bereit sind, dieses Spiel im Interesse aller zu spielen. Und alle unsere drei Spielfamilien waren dazu bereit. Und dafür gebührt Ihnen ein ganz besonderer Dank. Vielen herzlichen Dank. So, bitte, wenn Sie jetzt sich ein bisschen wärmen gehen und so weiter. Herr Ingenieur Schädel, während wir das zweite, grüße Sie Gott. Bitte jetzt nicht so laut sprechen. Ich will nur kurz erklären, wie wir das Spiel überhaupt spielen. Das ist ja sonst das Harmoniespiel. Aber heute bewerten wir, welcher Vater schneller draußen ist mit 2 Punkten. Die Mutter, die schneller draußen ist, 2 Punkte. Tochter, 2 Punkte. Und Sohn, der schneller draußen ist, 2 Punkte. Eine Familie kann also, wenn sie es sehr gut macht, 8 Punkte im Ganzen erreichen. Nicht wahr? Wir haben dazu 2 Zeitnehmer, die das also sonst bei sportlichen Wettkämpfen machen. Herr Ingenieur Schädel, Sie sind Fahrzeugsachverständiger. Ja. Sie kennen sich mit solchen Dingen richtig aus. Wie viele derartige Unfälle, nämlich dass Fahrzeuge ins Wasser geschleudert werden oder ins Wasser fahren, haben Sie da statistische Zahlen oder ungefähre Zahlen? Es gibt also leider keine Statistik darüber, weil alle Verkehrsunfälle gleich registriert werden, so auch diese. Aber wir wissen, dass Unfälle immer wieder vorkommen und dass diese sehr tragisch und meistens schlecht ausgehen. Und meistens passieren diese Unfälle sogar im Winter, wo die Fahrzeuge richtig durch Glatteis ins Schleudern kommen. Ja, und auch jetzt im Frühjahr, weil der Fahrzeuglenker durch die Schleuderbewegung in ein Gewässer stürzt und dann in Panik gerät und durch diese Panik nicht mehr zeitgerecht aussteigen kann. Dazu ist zu sagen, dass die Experten 3 Methoden,
drei Theorien entwickelt haben, wie man sich aus einem solchen versinkenden oder versunkenen Fahrzeug retten kann. Würden Sie diese drei Methoden einmal kurz erzählen? Das ist richtig. Die erste Methode wäre diese: Wenn das Fahrzeug am Wasser aufschlägt, sinkt es kurz ein, schwimmt wieder auf. Wenn man hier die Türen aufreißt, dann würde man aussteigen können. Die zweite Methode aber ist... Aber dabei muss man, dazu muss man sagen, dass die Chance, aus einem so in Schwung befindlichen Fahrzeug herauszukommen, gering ist. Weil man weiß nie, wie das aufschlägt. Die zweite Methode wäre, dass man also etwas Geduld da aufbringt, sich sozusagen konzentriert, nicht in Panik gerät und aussteigt, wenn das Wasser beim Fenster hereinströmt. Man kurbelt zuerst die Fenster herunter. Ja. Das heißt also, wenn die Fensterlinie erreicht ist, richtig, nicht wahr? Dann kann man also durch das Fenster noch hinaus. Ja. Das ist, hat aber auch einen Haken. Wenn man zum Beispiel in der kalten Jahreszeit einen dicken Mantel oder sowas anhat, kann man sehr leicht in dem Fenster hängen bleiben und dann ist die Chance, sie zu retten, null. Und richtig. Die dritte wäre die, man lässt das Auto einsinken bis zur Dachlinie, den Druckausgleich eintreten und steigt dann relativ sicher aus. Das heißt, bis das Wasser praktisch im Fahrzeug die Kabine gefüllt hat. Ja. Und dann lässt sich also das Lassen sich die Türen leicht öffnen, soweit man den Türmechanismus richtig im Griff hat. Und diese Praxis haben wir ja eben gesehen, denn die Familie Filler ist ja bis auf den Grund gesunken. Richtig. Und bei uns ist natürlich nicht sehr tief. Ja, wichtig ist, dass man die Griffe weiß. Also für Sie, meine Damen und Herren, für alle Autofahrer, dass man weiß, geht die Tür nach vorne oder rückwärts auf, das kann lebensgefährlich sein. Also mal lebensrettend sein, wenn man diese Reflexe eingespielt hat. Wie steht es, das wollte ich Sie noch fragen, mit Sicherheitsgurten? Die sind also von Vorteil, denn sie stürzen ja mit dem Auto nicht immer so hinein, wie wir das hineinsenken, diese Simulation. Es wird das Auto kollern, es wird umfallen. Ja, sich überschlagen und da ist es günstig, wenn sie angeschnallt sind. Sie bleiben zumindest am Sitz festgeschnallt und verletzen andere Fahrgäste, die mit ihnen im Wagen sind, nicht mehr. Kann man sagen, dass unsere Simulation ungefähr einem tatsächlichen Fall entspricht, bis auf die Tatsache, dass das Fahrzeug angehängt ist? Ja, und es ist noch ein wesentlicher Punkt, den man erwähnen müsste. Das Wasser ist nicht so rein und temperiert. In Wirklichkeit. Natürlich, das Fahrzeug kann ein ganz schmutziger See sein oder irgendein Gewässer, wo man das Fahrzeug ist verschmutzt. Ja. Das heißt, sie haben also schlechte Sichtverhältnisse. Na, und die Sicherheitsmaßnahmen, die wir getroffen haben, sind also nicht so, wie sie hier vorgefunden wurden. Rettung und Feuerwehr. Wir haben also natürlich kein Risiko hier eingehen wollen, das ist ja ganz klar. Wir haben hier vier Rettungsschwimmer, wir haben das Auto an einem Kran, der es in Bruchteilen von Sekunden hochhieven kann. Und, das muss ich auch noch dazu sagen, die Familie hat innen einen Notalarmknopf, sodass sie also, den sie betätigen kann, wenn sie wirklich zu mulmig wird. Danke Ihnen vielmals, Herr Ingenieur Schädel. Vielen herzlichen Dank. Wir wollen also jetzt... Wir wollen also jetzt schauen, wie es die zweite Familie macht. Die Familie Dreier aus der Schweiz. Bitte das Auto hochzuhieven. Jetzt. Hupe, hat sie schon gesagt? Ja, nein. Jetzt. Hupe. Hupe. Nein.
Bitte kommen Sie heraus. Arme Frau Dreier hat Wasser geschluckt. Bitte kommen Sie, ich helfe Ihnen. Kommen Sie. Lassen Sie sich nur Zeit. Lassen Sie sich Zeit. Ja, es ist leider sehr ungemütlich hier zum Herausklettern. Oh. Wo ist die Frau Dreier? Bitte kommen Sie zu mir. Sie haben es am schwersten gehabt. Ich habe die Tür nicht aufbekommen. Ja, und wie war es mulmig? War es unangenehm? Ja, schon etwas. Schon, aber etwas. Sie lachen schon ja, wieder? Ja, ich lache schon wieder. Also ich bin ein bisschen erschrocken. Ja, sind Sie erschrocken? Ja. Wie war's? Ach, gar nicht schlimm. Man musste nur die Nerven behalten, ruhig Blut bewahren. Wie ist dir gegangen? Ja, es geht, es ist gegangen. Du hast das ja sehr gut gemacht, im Theater und jetzt das auch noch. Und dir hat es Spaß gemacht. Ja, nicht? Schöne Erfrischung. Ja, naja. Ja. Gut, danke Ihnen vielmals. Bitte gehen Sie vielleicht zur Familie Villa hinüber. Wir müssen ja jetzt mal werten. Ich weiß gar nichts. Ich bin genauso gespannt wie Sie. Unsere Zeitnehmer sind da ganz gewaltig an der Arbeit mit dem Herrn Notar Dr. Wagner. Und jetzt werden wir sofort sehen, was wir für Ergebnisse bekommen haben. Aber da gehe ich doch vielleicht inzwischen noch einmal her. Wir haben natürlich die Kinder auf den rückwärtigen Sitzen platziert, denn rückwärts hat man es ein bisschen leichter. Aha. Und ja, das, ja. Haben Sie das nicht gefunden? Nein. Nein? Sie war ja vorne. Ich war vorne. Ach so, Sie waren vorne. Ach so, das haben Sie dann selber gemacht. Würden Sie es noch einmal tun? Ja. Wirklich? Alle noch einmal tun. Also Helden haben wir da. Danke sehr. Das ist der Herr Notar Dr. Wagner. Bitte, Herr Schöner. Ja, wie schaut's aus? Der Herr Fille war rascher als der Herr Dreier. Daher kommen 2 Punkte für die Familie Fille. 2 Punkte für die Familie Fille. Die Mutter. Bei der Mutter ist die Frage, ob also die Frau Dreier gewertet werden kann, dass sie also mehr oder weniger gerettet worden ist. Aber selbst mit Rettung hat also die Rettung länger gedauert als die Frau Fille, die wesentlich rascher war. Daher fallen jedenfalls 2 Punkte an die Familie Fille. Ja, glaube ich. Sind 4. Stimmt. Und 2 Ehrenpunkte für die Frau Dreier, aber die werten wir nicht. Bei der Tochter war die Tochter der Frau Dreier rascher als die Tochter der Frau Fille. Also 2 Punkte für die Familie Dreier. Also jetzt steht es 10-13. Die Söhne waren beide vollkommen gleich, bis auf die Zehntelsekunde. Jeder hat 25 Sekunden gebraucht. Daher würde ich vorschlagen, je 2 Punkte für die Familie Fille und für die Familie Dreier. Das ist schön. Das ist eine weise Entscheidung. Danke Ihnen, Herr Notar. Das bedeutet, dass die Familie Fille mit einem Vorsprung von 3 Punkten gewonnen hat. Bitte kommen Sie, wir gehen zu Ihnen herüber. Familie Fille, herzliche Gratulation. Sie haben das fabelhaft gemacht. Gratuliere Ihnen. Gratuliere Ihnen. Ein großes Badewandel, ich weiß nicht. Ja, jetzt haben Sie schon eins fast bekommen. Und Familie Dreier, herzlichen Dank auch. Sie bekommen den 2. Preis leider nur, obwohl Sie es... Von 3.000 Mark. Immerhin auch schön. Ja, fein. Vielleicht geht damit die Reise... Vielleicht geht damit die Reise doch in Erfüllung. Nicht? Und vielen Dank. Bitte sehr. Einen Wunsch hätte ich noch, wenn unser Badewandel eröffnet wird, dass wir Sie beide als Gäste bei uns sehen. Das ist nett, ja. Vielen herzlichen Dank. So, wir werden uns sehen das nächste Mal am 8. Mai wieder hier in der Wiener Stadthalle. Familie Henneberg soll auch zu uns kommen. Wir feiern alle zusammen in der Wiener Stadthalle wieder. Schauen Sie, dass Sie in der Zwischenzeit nicht ins Wasser fallen. Und viel Vergnügen, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.